Hossein Rezvani ist ein Mensch, der Träume schafft. Träume von weicher Eleganz und zeitloser Schönheit. Träume, die sich andere Menschen zu Füßen legen oder doch lieber an die Wand hängen. Seine Teppiche entstehen, wie schon seit Jahrhunderten, aus feinster Seide und Schurwolle in Persien geknüpft. Aber sie haben ein anderes Antlitz, ein europäisches. Dieses europäische, minimalistische, gerade in Verbindung mit diesem recht opulenten, orientalischen, das halt in Kombination in Teppichen wiederzugeben, macht das Produkt sehr, sehr interessant. Der 34-jährige deutsch-iranische Designer entpuppt sich als Meister seines Fachs mit Gespür im Blut. Seit 3 Generationen ist seine Familie im Teppichgeschäft tätig. Dank Hossein Rezvani ist jetzt auch die persische Handwerkskunst im 21. Jahrhundert angekommen. Und er begeistert international. Für seinen Teppich Tabriz Lilac wird Rezvani 2011 mit dem renommierten Red Dot Design Award geadelt. Außergewöhnlich macht unseren Tebris folgendes: nicht nur die Materialien Kork, Wolle und Seide, sondern auch die Knotenzahl. Die Knotenzahl beträgt 1 Million Knoten pro Quadratmeter. Das ist auf dem Markt der zeitgenössischen Teppiche einmalig. 2012 folgt der German Design Award. Mittlerweile schmücken seine Kreationen weltweit Räume als zentrales Designobjekt. Im Hamburger Traditionshotel 4 Jahreszeiten gleich als Aushängeschild. Ab sofort glänzt das Foyer im Hossein Rezvani Look. Auch Julia Gesine Stephans Teppiche treffen den Nerv der Zeit. Mit ihrem Label Bohamsa verbindet sie für den High-End-Markt gewagte, zeitgemäße Entwürfe mit traditionellem Knüpfhandwerk aus Nepal und bringt damit neuen Schwung in die Teppichwelt. Ich denke schon, dass da im Moment sehr, sehr viel passiert auf dem Markt, weil sich wirklich ernstzunehmende Designer auf einmal für das Thema Teppich interessieren. Es wird einfach lebendiger, es wird verspielter, es ist einfach mehr Lust an dem Objekt auf einmal zu spüren. Und dann ist man natürlich auch bereit, für eine gewisse Qualität auch ein bisschen mehr auszugeben. Dank Designern wie Julia Gesine Stephan und Hossein Rezvani verwandelt sich der Teppich mehr und mehr zum Designobjekt und bekommt dadurch ganz nebenbei ein cooles neues Image.